Wir dürfen heute nur Loot von Hühnern verwenden und müssen die Runde mit mindestens 10 Kills gewinnen. Let's go! Was geht ab, Leute? Fortnite hat gerade ein neues Update rausgebracht und ich sag euch, das ist das für ein crazy Update. Und zwar, es gibt eine Hühnerinvasion in Fortnite und es gibt jetzt epische Hühner, legendäre Hühner, mythische Hühner, heilige Hühner. Keine Ahnung, Freunde, hier ist jedenfalls richtig die Hühnerkacke am Dampfen. Ich sag euch, wir gucken uns an, was hier abgeht und ich habe eine spezielle Challenge heute vor, Freunde. Und zwar, ich werde nur mit Hühnerwaffen die Runde gewinnen. Passt auf, Freunde. Nämlich, wir dürfen heute nur in dieser kompletten Runde Hühnerwaffen verwenden. Alle anderen Waffen sind nicht erlaubt. Und gleichzeitig, Freunde, müssen wir mindestens 10 Kills machen. Oh, da ist der erste. Guck mal hier, Leute. Die Hühnchen sind am Start. Das ist das erste Hühnchen. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar, lass mal das Huhn mit Beeren füttern. Vielleicht entwickelt das sich ja weiter zu einem legendären Huhn. Boah, das wäre geil. Ziel ist auf jeden Fall heute auch ein legendäres Huhn zu finden. Das wäre schon richtig lecker, Schmecker, na? Hühnchen, ess das mal. Ess die Beere. Willst du die Beere nicht haben? Na, komm mal her. Zack, Leute. Ey, guck mal, wie episch das aussieht. Ey, dass es sowas einfach gibt. Das ist jetzt wie bei den Raben. Es gibt halt so Spezialhühner, die halt auch Loot dabei haben. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn man hier so rumspringt mit dem Ding, dass hier noch mehr kommen. Aber ich glaube nicht, das geht so nicht. Zeig mal, was hast du dabei, Kollege? Ey, stehen bleiben! Ey, hallo! Hallo, Kollege? Bleib doch mal stehen jetzt bitte hier. Oh, jetzt rastet er aus. Und dann... Oh, epische MK7. Let's go, Freunde der Volksmusik. Aber das war es doch nicht gewesen, glaubt mir. Es gibt halt noch krassere Hühner, die werden wir mal probieren, in dieser Runde zu finden. Und ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Wir haben jetzt schon die erste Waffe, MK7. Vielleicht finden wir noch ein zweites Huhn und finden damit noch eine Waffe. Und dann könnten wir quasi nur mit Hühnchen Waffen gewinnen. Es ist uns nicht erlaubt, Kisten aufzumachen, Loot Drops oder sonst was. Also es wird wirklich sehr interessant. Und Fortnite hat das zu einer Special Wild Week gemacht. Und zwar nächste Woche, Freunde, werden die Hühner uns wahrscheinlich wieder verlassen. Also diese Woche ist es so nämlich, ihr findet viel, viel mehr Hühner. Die Hühner greifen euch an und sie machen andere Sounds. Also die machen quasi so, ja, komische Gacker-Sounds jetzt. Also neue Sounds sind hinzugefügt worden. Ich habe schon gesehen, Leute, das gibt's ja nicht. Es gibt's ja nicht. Wenn wir jetzt in diesen Ehrenhuhn eine leckere... Ey, was hier für ein Loot auch liegt, ne? Ist auch nicht mehr normal. Ich hoffe jetzt auf eine leckere Schrotflinte, kleines Hühnchen. Dann kommst du... Besonderheit. Besonderheit. Let's go! Zwar nicht die beste Schrotflinte, aber... überhaupt eine Schrotflinte. Wie cool. Was war das denn gerade hier? Ja, ihr müsst auf... Ey, da will ich angreifen. Hilfe! Ihr müsst aufpassen. Die holen manchmal ihre Hühnerkollegen und dann greifen die euch einfach an. Zusammen in der Crew. Das macht jetzt zwar nicht so viel Schaden, weil die machen pro Pick nur einen Schaden. Aber es nervt halt trotzdem ein bisschen. Und das Lustige ist, Freunde, ihr könnt jetzt die Hühner auch gegeneinander kämpfen lassen. Also wenn ihr jetzt die in der Hand haltet, geht ihr einfach zu anderen Spielern hin und euer Huhn greift den anderen Spieler an und macht halt einen Damage. Ist ziemlich lustig, aber komplett useless, weil ich glaube nicht, dass man einfach so mit einem Huhn zu einem anderen Spieler rennen kann. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu crazy. Nein, habt ihr ihn gesehen? Ihr habt ihn gesehen, ne? Wer nicht fehlen darf und mit von der Partie, der Ehrenbruder, der Lama. Let's go! Nimm das. Ah, er ist one. Zack. Dann, Freunde, die Season wird nicht mehr lange gehen. Das ist jetzt wirklich hier höchste Eisenbahn. Das sind die letzten Tage, die uns noch von der Season bleiben. Die offizielle Season-Ende ist der Samstag, der 19. Und die neue Season wird wahrscheinlich entweder am Dienstag starten oder eventuell schon direkt am Samstag mit einem Live-Event. Keine Ahnung, was Fortnite hier uns vorbereitet hat. Also, Freunde, seid gespannt. Das war's. Nicht nur mit der Season. Auch für die beiden Paulberger war es das auf jeden Fall gewesen. Bam, Ruhe im Karton. Ich feiere die Schrotflinte irgendwie nicht und da kommt noch jemand. Und Freunde, wir sollten nicht zu gierig werden.
taktischer Rückzug. Zug. Und, den holen wir uns gleich. Wir gehen jetzt einfach ins Rift rein. Fliegen nochmal hin und dann greifen wir von vorne nochmal an. Das Ding ist, Freunde, es gibt auch hier bei dem Tresor, also die Hühner spawnen auch irgendwie gefühlt während und laufend der Runde. Also das ist so ein bisschen random. Manchmal laufen hier 3, 4 Hühner rum. Ist auch unterschiedlich. Da müsst ihr eigentlich schon mal gucken, aber die laufen halt überall verteilt auf der Karte rum. Ist ziemlich cool. Und wo ist jetzt der Kollege? Falls ihr euch übrigens fragt, was ich für einen Skin habe. Diesen Skin gibt es aktuell noch gar nicht in Fortnite. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar, das ist ja das Assassin's Creed Exclusive Skin, der in Kooperation... Oh. Oh. Glaub mir nicht. Nicht den Kill. Ey, er ist so one. Er ist so... Er ist auch so one. Ey, diese beide one. Ich muss rein in die Olga. Holy moly Macaroni. Oh, noch Fragen? Die einzige Frage, die ich habe, wo dein Kollege sich rumtreibt. Aber ich habe das Gefühl, der wird hier bestimmt gleich ankommen und probieren, eine Karte mitzunehmen. Ja, Assassin's Creed, Leute, den Skin gibt es ja, wenn ihr euch eins der Assassin's Creed-Spiele holt. Und da Epic Games, damit, oder da ich Epic-Partner bin... Kriege ich den, habe ich den Skin einfach so bekommen. Kuss an Epic Games. Übrigens, Leute, tragt jetzt meinen Supporter-Creator Stani ein und lasst jetzt mal ein kostenloses Abo da. Dann schaffen wir hier auch die 10 Kills und damit auch die Challenge. Das ist nämlich, ey Leute, unter 10 Kills gehe ich hier auf jeden Fall nicht nach Hause. Das kann nicht sein. Wir haben jetzt bereits schon 5 geschafft. Es sieht relativ gut aus mit den Hühnchenwaffen. Das Einzige, was ich hoffe, Freunde, wir finden noch dieses heilige Huhn. Das heilige legendäre Huhn. Also das ist wirklich noch das Einzige, was ich brauche und was ich haben muss. Und, hä? Was war das gewesen? Hä? Okay, Müllwaffe brauchen wir nicht, aber ey, wie krass ist das denn? Hätte ich ja auch nicht mit damit... Das Huhn wurde auf... Oh, er will mich angreifen. Wir müssen los, Leute. Er will mich angreifen. Das Huhn wurde von einem normalen Huhn zum epischen Huhn direkt vor meiner Nase. Ich sag euch, das ist ein Zeichen, Freunde. Das legendäre Huhn wird hier irgendwo rumschwirren und wir werden es finden. Loot Drop brauchen wir nicht gehen. Kann ich ja eh nicht einsammeln. Bringt ja nichts. Vielleicht sind hier noch irgendwelche Hühnchen, weil das ist eigentlich auch hier so ein Hühner... Hotspot. Würde ich fast sagen. Plombo, ich muss mal kurz Jump hätten. Danke, Kollege. Oha, die meint es ja richtig ernst. Ja, ich gehe mal Richtung Zone, Freunde. Die Zone ist irgendwie ein bisschen weiter weg. Da könnten wir vielleicht noch. Oh, da sind noch Splashies. Hä? Lol, seit wann ist da so ein Sprenkler, Leute? Jetzt weiß ich, warum da ein Sprenkler war. Oh mein Gott, er heult. Was war das? One down. Ah, er versteckt sich im Baum, glaube ich, oder? Alter, was gibt der denn für ein Damage auf einmal? Was ist denn bei ihm nicht richtig gewesen? Holy moly, Macaroni. Alter.
Aber die werden jetzt schön mit der Zone zu tun haben. Er wird ihn gerade wiederbelebt haben. Und die beiden hole ich mir auf jeden Fall. Bisschen Deo. Ist immer gut. Für die Hühner! Let's go! Die Hühner-Power hat hier auch mal wieder gesiegt, Leute. Ey! Oha, er war richtig sauer auf uns gewesen. Bro, ich hab dich doch beschützt hier. Was soll das denn? Bisschen Deo. Muss auch sein. So, noch 3 Kills. Und dann sieht's hier richtig gut aus. Ey, ich frag mich, was auch die ganzen Leute denken jetzt, ne? Wir haben ja jetzt, also, Freunde, diesen Assassin's Creed Skin, den gibt's ja offiziell noch gar nicht. So, hier, Leute, das ist unsere Waffe. Die dürfen wir mitnehmen, weil das ist ja vom Hühnchen. Ey, die denken sich jetzt wahrscheinlich auch, ich bin Hacker oder ich bin irgendwie so ein Epic Games Mitarbeiter, weil den Skin gibt's ja noch gar nicht. Voll, guck mal, die gucken links unten, gucken die beide zu. Oh, vor uns ein bisschen Remi Demi oder was? Ah. Was ist denn da los? Was Gute ist. Oh, liegt auf jeden Fall dick Loot. Das Gute ist, wir haben hier gut Heal-Zeug. Ich glaube nicht, dass die anderen hier viel Heal-Zeug dabei haben. Boah, ich würde jetzt so gerne die ganzen Legenden. Hä? Gehen die Richtung Tresor oder was? Bam! Ruhe im Karton, Leute. Ruhe im Karton. Krone noch mitnehmen. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso ich die Kiste nicht aufgemacht habe, Leute, es ist verboten, Kiste aufzumachen. Die Hühner würden sauer auf mich werden, deswegen machen wir es lieber nicht. Wir haben jetzt 9 Kills. Das heißt, ein Kill, Runde Gewinn und wir haben offiziell, glaube ich, weltweit als erster Spieler die Hühner-Challenge gewonnen. Ganz wilde Geschichte. Da waren die Hühner wohl einfach mit uns gewesen. Kann man sagen. Guck mal, die Raben, Leute. Ich sag euch ehrlich, die Raben, für die Raben interessiert sich doch jetzt gar keiner mehr. Müllraben. So ein Ding ist das. Ja, super. Boah. Oha, was haben die hier für Babaposi da oben? Wie soll ich da hinkommen? Bringt nichts. Oh, der eine ist runtergekommen. Wichtige Hits. Hä, wo ist... Wo ist der hin? Bro, er ist einfach verschwunden. Was ist das denn? Hey. Oh, nee, da kommen jetzt welche. Nee, wir müssen uns erstmal eine bessere Pose holen. Ich bin hier nicht zufrieden ganz. Materialien haben wir ja mehr als genug. Aber es nervt mich, dass sie da maximal einen Highground haben. Was soll ich da machen? Oder ist da keiner mehr? Guck mal, wie die da campen, Leute. Da kannst du auch nichts machen, ne? Da kannst du echt nichts machen. Die haben sich das da schön gemütlich gemacht mit einem... Oh, da ist einer. Leute, unser 10. Kill. Let's go. Nächste Challenge, Leute. Runde Gewinn. Wenn wir das schaffen sollten, dann haben wir es nicht geschafft, nur mit Hühnerloot zu gewinnen, sondern auch damit... Wir haben keine Kiste aufgemacht. Die komplette Runde. Was machen die denn hier auf einmal? Oh, ich bin so dumm. Ich bin dumm. Bro. Was haben die denn da gemacht? Die haben ja da richtig entspannt erstmal Mittag getrunken hier. Kaffee getrunken.
Oh mein. So. Gucken, wo sein Kollege noch ist. Ich glaube. Hä? Der müsste hier eigentlich auch irgendwo rumlungern, oder? Hm. Gute Frage. Wir sind hier relativ gut mit das Positioning, Leute. Wir haben hier schön High Ground. Hier müsste. Ja. Ah, ich will keine Aufmerksamkeit auf mich machen, Leute, weil das Ding ist. Oha, okay, okay, okay. Oha, er meinte, oh, wow, er macht richtig krasse 90s, Leute. Wow. Ich glaube, er ist sauer. Aber wir müssen das schlau machen, Freunde. Guck mal, das Ding ist, ich habe 11 Kills. Ich muss die Runde gewinnen. Es leben noch 7 Leute. Ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen Mittagsschlaf im Busch, würde ich sagen. Einfach mal kurz ein bisschen hier auf Piraten-Style chillen. Und wenn er rauskommt, wenn die Zone gleich kommt, dann holen wir uns. Und so können wir uns, weil das macht keinen Sinn, die fighten hier alle noch auf High Ground. Ja, und haben Granatenwerfer und sowas. Hat der gerade hier reingeschossen oder was? Was soll das denn? Trau dich mal raus. Bro, er hat doch 15 Sekunden da und dann muss er rauskommen. Guck mal, was da oben noch abgeht, ne? Ey. Oh, hier kommt einer. Hm. Also jetzt langsam müsste er mal kommen, würde ich sagen, oder? Hallo. Wo bist du? Hä? Wo ist der hin, Leute? Oha, wo kommt er denn her? Oh, ich habe einen guten Plan. Ich habe einen richtig guten Plan. Oh mein Gott, wir haben High Ground. Oh mein. Wehe, jemand klaut mir den Kill. Let's go. Einer lebt noch. Ah! Oh! Vorne irgendwo sein. Let's go, Leute! Wow, da holen wir die Klingen raus, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Die Hühner-Challenge haben wir erfolgreich geschafft. Alter, wer hier nicht liked und abonniert, kann man nicht mehr helfen. Das war's gewesen. Tschüss.